Das erste Pflichtspiel der neuen Saison für den SV Süden aus der Kreisliga A. Zu Gast sind die Pinguine, die in der vergangenen Spielzeit Meister in der Bezirksliga geworden sind und dieses Jahr also in der Landesliga spielen. Und eines haben die beiden Teams gemeinsam: in der letzten Pokalsaison sind beide in der ersten Runde ausgeschieden und kurioserweise beide mit dem exakt gleichen Ergebnis von 1:10. Das wollen die beiden Teams heute natürlich anders machen. Und der Kreisligist beginnt Forsch, die erste richtig gute Möglichkeit. Maurice Bonnes taucht da komplett frei im Strafraum auf. Allerdings fehlt bei dieser Direktabnahme etwas die Präzision. Die Pinguine mit dem ersten Standard vor das Tor. Und Achtung, wieder Maurice Bonnes im Mittelpunkt. Der checkt da seinen Gegenspieler Alexander Koch weg. Da lässt er dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Hier sehen wir das nochmal. Alexander Koch nimmt den Kontakt natürlich dankend an. Der Elfmeter, Lukas Blass, rechts unten die Führung für die Pinguine. Lukas Blass seit 2015 bei den Pinguinen, damals noch in der Kreisliga C. Er hat also alle Aufstiege mitgemacht, hat in 84 Spielen 50 Tore für die Mannschaft erzielt. Der SV Süden zeigt sich nur kurz geschockt. 2 Minuten später auf der anderen Seite. Eike Christian Lipinski schießt den Ball am Kasten vorbei und plötzlich gibt es Elfmeter für die Gastgeber. Wir sehen das hier nochmal. Ein Handspiel. Das ist natürlich etwas verdeckt. Für mich eine kritische Entscheidung. Den musst du nicht geben, den Elfmeter. Aber Eike Christian Lipinski nimmt die Einladung des Schiedsrichters dankend an. Der etwas schmeichelhafte Ausgleich für den SV Süden. Und somit blieb die Partie offen. Zur Pause steht es 1:1. Die Pinguine natürlich mit der reiferen Spielanlage als Landesligist ganz klar. Aber der SV Süden macht das nach seinen Möglichkeiten richtig gut. Und so sollte es auch im zweiten Spielabschnitt bleiben. Simon Falke beim Freistoß für die Pinguine. Und der Ball ist super. Aber die Parade von Alexander Galisch auch, der den Ball wunderbar über die Latte hebt. Da passte kein Blatt Papier mehr zwischen Ball und Querbalken. Die Pinguine jetzt spielerisch besser. Sie lassen den Ball laufen und haben feine Kombinationen in ihrem Spiel. Große Möglichkeit für Daniel Vogt, der den Ball knapp am Kasten vorbeisetzt. Der SV Süden hält das Spiel sehr lange offen, aber die Pinguine wollten die Partie natürlich für sich entscheiden. Das ist Lukas Fechner, der legt den Ball in den 5-Meter-Raum. Und da steht Lukas Blass völlig alleine gelassen. Goldrichtig zu diesem Zeitpunkt in der 70. Spielminute. Die beiden Namensgenossen also im Zusammenspiel, Lukas und Lukas, mit dem 2:1 für die Pinguine. Standesgemäß, ganz klar, aber der SV Süden sollte sich dann auch noch selbst schwächen. Ein Handspiel bei einer eigenen Offensivaktion von Adrian Gissing. Der hatte schon gelb und sieht dann folgerichtig die gelb-rote Karte. Keiner auf dem Feld. Und er selbst weiß es wahrscheinlich auch nicht, warum er da mit der Hand zum Ball geht. Das hatte eher was von Volleyball als von Fußball. Der SV Süden also die letzten 18 Minuten des Spiels in Unterzahl. Somit schwindet die Hoffnung auf eine Pokalüberraschung und die Pinguine wissen das in diesem Moment natürlich auch. Sie spielten weiter nach vorne und kombinierten jetzt sehenswert mit der Hacke weitergeleitet. Das ist Lukas Fechner und er verwandelt zum 3:1. 9 Minuten vor Schluss, das war die Vorentscheidung in diesem Spiel. Sehr, sehr gut gespielt, aber man merkte jetzt auch, der SV Süden war etwas müde. Sie konnten da die Abstände nicht mehr so gut halten. Lukas Fechner, ein wichtiger Spieler bei den Pinguinen. In der vergangenen Saison stand er 16 Mal auf dem Feld für die Mannschaft. Heute ein Tor vorbereitet, ein Tor selbst gemacht. Die Freude ist groß. Wir schreiben die Nachspielzeit. Der SV Süden will nochmal ein Tor machen. Und sie werden eingeladen. Foulspiel von Daniele Scharnbeck und wir sehen die nächste gelb-rote Karte. Er weiß schon, was ihm blüht. Er winkt schon ab, geht runter vom Feld.
Klares Foulspiel an Diasingua Guaila, der sich den Ball da vorbeilegt. Hier sehen wir das nochmal. Eine starke Bewegung vom Offensivmann des SV Süden. Das bedeutet, Eike Christian Lipinski kann seinen Doppelpack schnüren. Zwei Elfmeter sicher verwandelt. Das ändert natürlich nichts mehr am Ausgang dieses Spiels, aber zeigt auch, wie knapp das Ergebnis war und wie gut der SV Süden hier heute gespielt hat gegen den Landesligisten, die Pinguine. Die Pinguine stehen also in der zweiten Runde des Pokals in Berlin. Der SV Süden scheidet somit aus. Der Fokus liegt jetzt natürlich ganz klar auf dem Ligastart in einer Woche. Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa. Da will Polar Pinguin ja vielleicht irgendwann mal hin. Bis in die Landesliga hat es der Club ja schon geschafft. Und von daher, jedes Spiel wollen wir gewinnen und so gehen wir die Sache an. Und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Die Jungs, was die seit Wochen hier leisten im Training, auch in der ganzen Vorbereitung, ich glaube, das haben sie heute auf dem Platz auch gezeigt, dass sie Lust haben auf Fußball. Sie möchten fairen, sportlichen Fußball zeigen und vor allen Dingen zielorientiert. Und wie gesagt, ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft oder auf den Verein, welche Unterstützung wir hier haben. Und es geht nur noch vorwärts. Nächste Woche dann der zweite Spieltag für die Pinguine in der Landesliga. Den Saisonstart hat man verpatzt. 2:0 Niederlage gegen den BFC Preußen. Der SV Süden hat dann nächste Woche, wie gesagt, seinen Saisonauftakt in der Kreisliga A.